Er sitzt. Elton da Costa. Vorher gibt's die Lebensbillianen, die Offenbacher Momente, die brasilianischen, die so viel Spaß machen, nur auf der Bank des UFC. Kann ja aber noch kommen. Die Fans, die mitgereist sind, sind durchaus optimistisch. Warum? Es gilt, eine Serie von 3 Spielen in Folge zu verteidigen. Der UFC in Weiß und Rot, die ersten 9 Minuten passiert gar nichts. Dann Freistoß. Ausführender ist Lars Bender, weil Elton da Costa auf der Bank sitzt, nimmt er sich fast jeden Freistoß. Lange Vorbereitung, dann kommt der Ball und wie Kai Hesse fasst das 1:0 für den UFC. Das wäre so ein magischer Moment, gleich ein Zeichen zu setzen hier bei einem Topspiel. Gegen die Großen sehen sie eigentlich immer gut aus, die Offenbacher. Hier fehlt erstmal nicht viel. Der erste FC Saarbrücken, 6 Spiele in Serie ohne Dreier, wollen das heute ändern. Kickers Offenbach, dann ist der Keeper da. Enver Marina, langer, weiter Ball ins Mittelfeld. Sven Sögler schaut nicht lange, sondern nimmt den Ball, treibt ihn, hat das Auge dann. Offenbach auseinandergenommen, 1:0, erster FC Saarbrücken. So schnell, so leicht geht das. Marcel Ziemer, ehemaliger Spieler vom SVW in Wiesbaden. Tja, die spielen 0:0 und hier trifft ein Ex-Stürmer. Und Offenbach liegt hinten. Komplett ausgehebelt die Hintermannschaft vor Robert Wulnikowski. Und der warnt schon wieder. Eckball, erster FC Saarbrücken. Die Gastgeber jetzt richtig früh, richtig gut im Spiel. Der UFC komplett nach hinten gerückt. Schon jetzt wieder ein hoher, langer Ball an den 16-Meter-Raum. Sven Sögler wieder frei. Sven Sögler, da stimmt es nicht beim UFC. Saarbrücken, das dritttorhungrigste Team der Liga. Das weiß auch Ari van Lent. Und er sieht eine Mannschaft, die noch sehr beeindruckt von der Führung der Gastgeber ist. Nächstes Beispiel, gefällig. Und schon wieder ist der Ball drin und das ist ein ganz besonderer Treffer für ihn, für Marius Laubs. 2 Jahre Kickers Offenbach, dann haben sie ihn vom Biberer Berg gejagt, wollten ihn nicht mehr. Und jetzt trifft er gegen die ehemaligen Kollegen. Natürlich keine Abseitssituation hier. Wird allein gelassen und darf aus 3 Metern vollstrecken. Eine gute Viertelstunde ist da erst absolviert und man muss sich jetzt schon Sorgen machen um den UFC, der sich hier ganz leicht auseinandernehmen lässt. Was kommt von Kickers Offenbach? Wieder Bender. Und so sieht die Gegenwehr bis dato aus. Ari van Lent, nicht zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Ein Dreier wollen wir hier. Das war die Vorgabe. Und es spielt nur der erste FC Saarbrücken. Kombiniert vor dem 16-Meter-Raum von Kickers Offenbach. Und wenn mal gekontert werden kann, dann dauert das alles viel zu lange. Rückwärtsgang statt Vorwärtsgang. Und die Chance schon fast wieder verpufft. Bender. Einmal mehr. Endstation. In der Deckung des ersten FC Saarbrücken. Wieder Bender, abermals ein Freistoß. Vielleicht etwas mehr Präzision jetzt. Mal zurückgelegt. Es wird einfach nicht besser. Die Fans sind da, stehen hinter ihrer Mannschaft. Haben sie gerade eben deutlich gehört. Aber die Mannschaft bietet immer noch viel zu wenig an. Kleiner Heißmann. Spielaufbau dauert lange, zu lange. Immer wieder der Schritt nach hinten, noch nicht mal die eigene Mittellinie überwunden. Kickers Offenbach weiß nicht wohin mit dem Ball. Wulnikowski hoch und weit, weg mit der Kugel, die will er jetzt erstmal nicht sehen und dann kommt sie schon wieder zurück. Wieder Laux in Position, niemand fühlt sich zuständig, Laux allein und trifft. Auweia Kickers Offenbach, 3:0
Und immer noch befinden wir uns in der ersten Halbzeit. Kickers Offenbach, weg vom Fenster, mausetot, nehmen Sie sich jede Metapher, sie stimmt. Ein Ball reicht und dann hat Lauchs freie Bahn, keine Chance für Robert Wulnikowski. Offenbach, hinten offen, vorne schwach, Marius Lauchs zu einem absoluten Führungsspieler hier gereift in Saarbrücken. Bereits sein 7. Treffer im 18. Spiel. In Offenbach hat er vorher in 41 Spielen nur 3-mal getroffen. Und es wird auch beim mehrmaligen Hinsehen nur schlimmer für Kickers Offenbach. Alle aufgerückt, Robert Wulnikowski im Stich gelassen. 3:0, so heißt es auch nach 45 Minuten. Und da hat sich dann eine Menge Frust angesammelt bei Kickers Offenbach. Hier zu sehen. Und einer hat seinen ehemaligen Kollegen richtig wehgetan. Er hier, Marius Lauchs, auf dem Weg in die Kabine. Ringfrei zur zweiten Runde in einem bisher ungleichen Duell. Aber er sorgt jetzt vielleicht für die Kreativität. Elton da Costa nach der Pause mit dabei. Immer noch bester Torschütze, obwohl er nur 10-mal beim UFC dabei war. 5-mal getroffen, genauso häufig wie Pascal Testroth, von dem noch gar nichts zu sehen ist. Auch dieser Angriff eigentlich Stückwerk und Glück, dass man hier eine Ecke bekommt. Und daher erklärt sich auch die Reaktion von Ari van Lent. Der will endlich etwas sehen von seiner Mannschaft. Der Linksfuß, Elton da Costa, will jetzt Enver Marina und die Hintermannschaft des 1. FC Saarbrücken in Verlegenheit bringen. Vielleicht gelingt es mal. Elton da Costa. Und fast das 1:3 aus Offenbacher Sicht. Und Hahn mit dem Nachschuss. Und war der Ball vielleicht sogar über der Torlinie? Nochmal geschaut, da Costa. Und ganz deutlich zu sehen, nein. Klar vor der Linie geklärt, es steht weiterhin 3:0. Die anschließende Ecke bringt vielleicht mal was ein. Da Costa, nix ist es. Und mit dem Rebound immer noch nichts. Elton da Costa hat seinen Muskelfaserriss zwar auskuriert, aber viele Wochen Trainingsrückstand natürlich. Dann geht es schon wieder in Richtung Tor von Wulnikowski. Sven Sögler, ehemals Darmstadt 98. Viele altbekannte Hessen hier. Und dann Robert Wulnikowski. Und der war viel gefährlicher, als es hier aussah, dieser Kopfball. Nochmal, Wulnikowski steht hinter der Linie und fängt den Ball auf der Linie. Gut so. Sven Sögler, immer noch Räume ohne Ende und die genießt er. Sven Sögler. 3:0 für Saarbrücken, kommt noch was von Kickers Offenbach. Robert Wulnikowski, der zeigt mindestens Normalform gegen diesen Kopfball von Ziemer. Das ist der Trainer der Saarbrücker, Jürgen Luginger, kann absolut zufrieden sein. Seine Mannschaft lässt sich nicht etwa hängen. Nein, die will hier nachlegen. Wieder Sögler. Sven Sögler. Mit vereinten Kräften versuchen sie es und sie schaffen es. Und jetzt mal die Möglichkeit zu kontern für Kickers Offenbach. Gut hier von Schiedsrichter Schriever Vorteil laufen zu lassen. Das ist Hahn. Hahn ohne Worte. Was ist los, Kickers Offenbach? Schon wieder der Gegner. Lauchs dauert schon wieder und dann gerade noch geklärt von Sead Meet, dem Kapitän. Es könnte längst 4:0, 5:0 stehen für Saarbrücken. Und noch ist die Partie ja längst nicht vorbei. Da Costa. Stein, Marc Stein hat eine Anspielstation, aber auch dieser Angriff verpufft. Gutes Tackling im 16-Meter-Raum der Saarbrücker. Alles fair und dann der Konter. Wieder Sögler. Schöner, langer Ball, kein Abseits. Wurz in der Mitte, auch ein Ex-Offenbacher und der trifft nicht. Riesengelegenheit für Stefan Sieger. Robert Wulnikowski riskiert hier alles, bleibt lange stehen und dann die richtige Reaktion. Gibt es noch was für Kickers Offenbach? Zumindest noch den Ehrentreffer.
Schwarz. Und dann ist er drin, Markus Schusterer. Kurz vor dem Ende mit dem 1:3 aus Offenbacher Sicht. Aber mehr wird es nicht mehr. Das war ein echtes 6-Punkte-Spiel. Die Mission Aufstieg ist nach dieser 1:3-Pleite bestimmt nicht leichter geworden. Und Trainer Arifan Lent könnte seine Jungs nach dieser Vorstellung ordentlich zusammenfalten. Könnte er, macht er aber nicht. Statt einer Standpauke gibt es nur eine sachliche Ansprache. Ganz bemerkenswert.